wenn ich schon für euch in Sprendingen bin und dieser Notin für 25 hier parkt, erstmalig, einmalig, die Einträge kurz vorm Caravansalon, der steht dann dort, der hat dann dort Premiere. Wir schauen kurz rum auf dem Mercedes mit dem Stern Notin, sagt der Franzose. Das ist leider ein bisschen falsch im Umlauf. Ist, soweit ich noch in Erinnerung habe, der älteste Wohnmobilhersteller der Welt. Die haben beide über 100 Jahre Erfahrung oder Firmengeschichte. Werden sehr gern auch in Deutschland gekauft mittlerweile. Ist wirklich eine Premium-Marke. Bauen, finde ich, einen sehr, sehr angenehmen Stil. Hallo, kein Problem. Und ich finde sie wirklich schick. Also das ist ein ganz anderer Charme, den wir hier mal haben. Steht auch oben drauf exklusiv. Richtige Detailinfos habe ich noch nicht, wenn da mal irgendwo ein Aufkleber noch nicht so ist. Wie gesagt, das sind Vorserienfahrzeuge. Ja? Das sind Prototypen. Wir sehen aber schon mal 360-Grad-Kamera rund um BirdView. Dann haben wir so ein leichtes Grau und dann aber mit den zwei Farben. Der nennt sich Linda. Witzig, sicher nicht Linda, sondern ich denke, da ist Linda, die Stadt am Bodensee gemeint, oder? Andere Herkunft weiß ich jetzt gar nicht. Das Heck, ihr seht auch französische Zulassung drauf, also der wird auch in Frankreich gebaut. Rückfahrkamera, große Garage, auch hier nur ein kurzer Teaser. Und dann schauen wir mal in den Innenraum, das interessiert uns Camper natürlich am allermeisten. Und da geht's rein. Absorberkühlschrank, zwei Lüftungsschlitze. Und ich sehe schon klassisch, machen wir mal Licht an. Jawohl, läuft wunderbar. Sieht sehr klassisch aus. Fangen wir mit dem Küchenblock an, beziehungsweise mit dem Kühlschrank. Der große Dometic, rechts, links zu öffnen, oder? Nur links zu öffnen, rechts macht es keinen Sinn. Ja, bei der Einbau. Art und Weise macht es keinen Sinn. Fernseher kann man da oben reinmachen, USB haben wir da, Ablage da, elektrisches Hubbett haben wir da. Sollte man einschalten. Da läuft es runter. Ist ein Hubbett für eine Person. Und da kann man aber unten vielleicht nochmal einen Bettumbersatz dazu erwerben, das weiß ich jetzt nicht genau. Wie gesagt, ich habe keine Unterlagen, aber ich sehe keinen Teleskoptischfuß und nehme ja Frage. Zeichen, werden wir erfragen auf der Messe. Cockpit Mercedes ist klar. Hier mal, nehmen wir einen Blick auf die BirdView-Perspektive rechts, links und so weiter. Und Face-to-Face. Dadurch entstehen hier dieser große Freiraum, den ich ja immer sehr schätze. Aber da hat auch jeder andere Favorites. Der eine möchte seine LD-Nähte, der andere Face-to-Face. Wie gesagt, wir haben so viele Möglichkeiten. Küchenblock. Schön. Zwei Flammen, Dunstabzug, hat schon viel Ausstattung, ein bisschen strukturierter Möbelkorpus. Dann geht es nach hinten über eine kleine Schwelle. Wichtig immer die kleinen Lichtchen, die schaden nicht, dass man in der Nacht nicht drüber knallt. Ohne Radkasten hier eine große Dusche mit einer großen Dachluke. Zentraler Bodenablauf, da wünsche ich mir immer zwei. Aber wie gesagt, da haben wir jetzt einen drin. Vielleicht kommt es noch, wie auch immer. Kleine Änderungen sind übrigens jederzeit möglich. Also legt euch bitte jetzt hier mit den Videos nicht fest, weil aber zu 99% wird das alles so bleiben. Kann natürlich sein, dass da, keine Ahnung, andere Leuchte mal reinkommt oder wie auch immer. Schränke mit viel Abstand zum Schlafbereich, also da haut man sich nicht den Kopf an, in der Regel nicht, sage ich immer, irgendeiner wird es dann schon schaffen. Ich habe auch noch keine Bettgrößen, aber das schaut mich schon so an, als ob auf der Beifahrerseite, wo ja meistens das längere Bett ist, schauen wir mal, ja, Beifahrerseite ist länger, mit Sicherheit die 1,98 anlegen, dann haben wir einen nicht hochzuhebenden Lattenrost, das wundert mich jetzt ein bisschen. Ah, brauchen wir eigentlich nicht, weil wir drunter Schubladen haben, anstatt einen Schrank. Und der Schrank ist dann auf der Fahrerseite, sprich in Fahrtrichtung links. Und schauen wir da nochmal drunter, ob man das hochheben kann. Nein.
von oben beladen. Wobei das eh so zweifelhafte Geschichte ist, weil wenn man die Bettsachen und das Bettzeug drauf hat, das dann immer hochzuklappen, ist dann in der Praxis auch nicht das Gelbe vom Ei und dann fasst man da unten rein. Aber auf jeden Fall ist viel Platz. Das kann man durchaus mal feststellen. Dann gehen wir noch mal ins Bad. Wir haben übrigens eine Tür, die auch richtig abschließt. Nur ein kleiner Spalt unten. Wichtig für Menschen, die nachts getrennt schlafen, weil der eine schnarcht oder wie auch immer. Und dann ergibt sich hier ein großes, praktisches Bad mit eben Toilette, Waschbecken und der Dusche. Gut, waren wir mal kurz hier in dem Notar. Dann schaut man doch wieder alles aus, dass ich nicht geschimpft bekomme. Und das ist die kleine Vorausschau auf die Marke der Trigoner Gruppe. Und wie gesagt, weiteres auf dem Caravansalon in Düsseldorf 2024. Bis gleich.